Hallo, sehr schön, Frau. Unter der Leitung des Dirigenten der Deutschen Bundeskapelle Ellingen, Herrn Philipp Sand. Bitte. Sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich freue mich und es ist uns eine große Ehre, die Schützenformationen der Stadt Weißburg und des Stadtverbandes zur Rheinstädtischen Schützensäge 2015 angetreten melden zu können. Wir bedanken uns bei unserer Stadt Weißburg, bei Ihnen, Oberbürgermeister, sehr für diese Einladung
die wir auch dieses Jahr sehr, sehr gerne gefolgt sind, zumal das Wetter uns ja noch einigermaßen hold ist. Ich darf nun bitten, auf die Bühne zu mir, den Vertreter des Schützengaues Weißenburg, den Vertreter von Werner Müller, der leider krank ist, Herrn Kemmelmeier. Ich darf bitten, die amtierenden Schützenkönige und Schützenköniginnen, die Schützenmeister und Schützenmeisterinnen und die Fahnen nehmen links und rechts neben dem Podium Aufstellung. Danke. Ich darf Sie ganz herzlich hier zur Schützenfläche begrüßen, auch bei Gruß nochmal an alle, die sich heute hier eingefunden haben auf dem Marktplatz. Heute haben die Schützen den Marktplatz für sich. Ich denke, es war die richtige Entscheidung, die Schützenfläche vom Altstadtfest zu trennen. Noch ist es trocken. Ich war gestern in Altötting, scheinbar hat es ein bisschen einen Wert gehabt. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen die Förderschützen aus Weimersheim, den Schützenverein Groß in Allesheim, die Schützengesellschaft Bavaria Dettenheim, den Schützenverein Germania Emmetsheim, die Zimmerschützengesellschaft Kehl, die Schützengesellschaft Adler Suppersheim, den Schützenverein Diana Rothenstein, den Schützenverein Trommelsheim, die Schützengesellschaft Flüchtlingen-Weimersheim, die Winterlust-Weißenburg, die königlich privilegierte Hauptschützengesellschaft Weißenburg und die Böllerschützen Weißenburg. Und für die musikalische Umrahmung ist zuständig die Blaskapelle Wittenheim, die Blaskapelle Reifenbuch und die Deutsch-Ordenskapelle Hellingen abzureichen. Natürlich nicht an die Winterjährigen. Den Herrn Jörg Enzenhofer von der Groß in Allesheim auf die Bühne bitten, muss ich jetzt die Würde wieder abnehmen für die Nachfolge. Ich darf dann die Ergebnisse des Stadtschießens 2014 verlesen. Ich beginne von hinten mit dem 10. Platz. Hermann Hüttinger von der Groß in Allesheim, 147,5 Teiler. 9. Platz Paula Riedel, Germania Emmetsheim, 131,8. 8. Erwin Hustendörfer, Weimersheim, 127,8. 7. Fabian Breuer, Dettenheim, 112,2. 6. Tina Grünwegel, Kehl, 107,3. 5. Jürgen Schneid, Rosenstein, 100,9. 4. Fritz Schweinesbein, Kehl, 98,2. 3. Walter Gutmann, Emmetsheim, 90,9. 2. Daniel Gutmann, Emmetsheim 66,3 und Stadtschütze 2014 Michael Gerstner aus Kehl 66,3.
ist ganz wichtig. Ne? Ja, ich war dann fort mit der Mannschaftswertung. 10. Platz, Weimersheim, 813 Ringe. Mit 13 Teilnehmern, 9. Winterlust, Weißenburg, 868 Ringe mit 12 Teilnehmern. 8. Kehl, 871 Ringe mit 15 Teilnehmern. 7. sind die Trommelsheimer mit 888 bei 14 Teilnehmern. 6. Allesheim, 894 mit 25 Teilnehmern. 5. Supersheim, 909 mit 20 Teilnehmern. 4. Rotenstein, 913 mit 29 Teilnehmern. 3. ist die HSG, der Seriensieger, nur dritter diesmal, aber so ist in Anführungszeichen, 915 mit 31 Teilnehmern. 2. Emmelsheim, 916 Ringe mit 22 Teilnehmern. Und Sieger 2015 ist die Bavaria Dentlei mit 925 Ringen mit 14 Teilnehmern. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf die Mannschaft Franziska Müller, Stefan Weiß, Martin Kattinger, Erwin Breuer, Karl Scheiber, Claudio Sachs, Dorina Breuer, Lukas Christopher, Andreas Jensen und Fabian Breuer aufs Podium bitten. So, ich darf jetzt die Böllerschützen Weimersheim zum Ehren der Sieger und die Böllerschüsse bitten, Herr Mühlheim, lassen Sie uns dran. Und die Bayernhymne zu dirigieren. Jeder, der des Textes mächtig ist, sollte mitsingen. Thank you.
Thank you.